Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar sind wir heute bei dem Thema, ja, ich habe mir ein neues Auto gekauft, und zwar einen Nissan Skyline R34 GTT. Mein erster Import aus Japan. Das Auto wird nicht hier gekauft in Deutschland. Und ja, ich habe eine Umfrage bei Instagram gemacht, ob ihr euch dafür interessiert, wie so ein Import abläuft. Denn ich kann jetzt aus erster Hand sagen, es ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Und zwar bin ich dort direkt schon von Anfang an auf so ein paar Hürden gestoßen. Und ja, darüber möchte ich euch gerne informieren und euch vielleicht mal, falls ihr selber einen Import irgendwann mal holen wollt, vielleicht so ein bisschen leiten kann, wie ihr das schneller und besser machen könnt. Ja, dann fangen wir am besten direkt mal an. Und zwar habe ich mir den Wagen über einen Importeur geholt, der in Japan selber sitzt. Das heißt, das ist eine deutsche Person. Das heißt, ich habe direkt einen deutschen Ansprechpartner und keinen japanischen, was natürlich auch wieder übersetzungsbedingt halt viel, viel besser ist. Ist auch eine sehr bekannte Firma, kennen halt sehr, sehr viele Leute. Und ja, die haben sich um alles Mögliche gekümmert. Am Anfang war es halt so, ich wusste nicht genau, was ich mir für ein Auto hole, obwohl es ja doch schon recht klar war, was es werden soll. Und ja, dann wurden mir ein paar Angebote gemacht, ein paar Autos rausgesucht. Ein paar haben mir gefallen, ein paar haben mir nicht gefallen. Ich habe auch andere Importeure angeschrieben. Und schlussendlich bin ich aber bei dem Importeur und eigentlich einem anderen Fahrzeug hängen geblieben. Das wurde es aber nicht, weil er mir halt vor der Nase weggekauft wurde. Kann halt passieren. War zwar schade, aber ich bin jetzt eigentlich zu meinem passenden Auto gekommen. Und ja, man kriegt dort halt eine Banküberweisung direkt aus Japan, was halt ein Nicht-EU-Land ist. Damit fangen schon die ersten Probleme an. Denn zum Beispiel, ich bin bei der Commerzbank und die haben halt durch das Online-Banking ein Gesetz, was verhindert, dass man halt schnell Geld ins Ausland transferiert. Das ist, glaube ich, irgend so ein Steuerdingen. Und ja, das Limit kann man dann erstmal erhöhen. Also man hat, glaube ich, ein Limit von am Anfang 2500 Euro so in den Dreh. Das habe ich dann jetzt hochgesetzt, damit ich halt nicht mehrfach, sag ich mal, überweisen muss. Ich muss ich zwar trotzdem machen, aber in dem Fall dann halt nur zweimal und nicht, sag ich mal, fünf oder sechsmal. Kostet natürlich auch jedes Mal Transaktionsgebühren, ne? Muss man natürlich auch beachten. Und ja, da hat mir ein sehr guter Kollege, Dankeschön Emra dafür, geholfen, weil sonst wäre ich echt aufgeschmissen gewesen. Und in der Regel macht man dann bei so einem Import eine Anzahlung. Ich sag mal 3.000, 4.000 Euro, jetzt in meinem Fall. Dann kriegt man einen Kaufvorvertrag, mit diesem hat man sozusagen den Kauf getätigt. Und als nächstes wird das Fahrzeug, wenn nicht schon vor Ort bei dem Importeur, dann zum Importeur gebracht. Es wird nochmal ein Bilderpaket verschickt, ein Video verschickt. Alles, was man halt gerne haben möchte. Das Auto wird nochmal durchgecheckt, ob irgendwelche Beschädigungen dran sind, ob irgendwas nicht so ist, wie halt in dem Bericht für das Auto war. Und gegebenenfalls direkt auch vor Ort halt noch behoben, weil die Teile sind halt da besser als hier zu bekommen. Ja, und dann macht sich das Auto sogar schon auf den Weg nach Deutschland. In meinem Fall, wir haben es jetzt gerade, wie gesagt, den 21.12.2020, habe ich auch schon den Kaufvertrag zugeschickt bekommen. Und den muss ich jetzt noch unterschreiben. Dann muss ich die Anzahlung leisten, die aber leider auch erst morgen oder übermorgen machbar ist. Weil durch Corona sind natürlich jetzt auch die ganzen Commerzbanken anders gestrickt. Die haben andere Öffnungszeiten teilweise. Und dadurch, dass ich halt das Limit jetzt hochgesetzt habe beim Überweisen, dauert das auch wieder einen Tag. Dann dauert das Überweisen wieder mehrere Tage. Also alles gar nicht mal eben. Und ja, dann, wenn das Fahrzeug dann bei dem Importeur angelangt ist, nach dem Check wird das Auto dann verladungsfertig gemacht. Das heißt, das Auto wird im Hafen gebracht und wird dann verladen. Was dann genau weiterhin passiert, weiß ich noch nicht genau. Also ich weiß es im Groben, aber das sage ich euch erst dann, wenn es soweit ist. Denn dann gibt es auch den nächsten Teil von dieser kleinen Import-Story, sage ich mal. Und ja, ich freue mich sehr auf das Auto, weil es ist schon immer ein Traum gewesen, so ein Auto zu besitzen. Ich bin ja damals, wie viele von euch wissen, einen 33er Sauger gefahren, 2 Jahre. Das ist jetzt auch schon 5 Jahre her, wo ich den Wagen abgegeben habe, kurz vor dem GT86. Und ja,
bin mal gespannt drauf. Also wirklich, das ist echt Autos Top-Zustand. Ich weiß auch nicht, ob ich bis dahin schon veröffentlicht habe. Ja, ich freue mich sehr, sehr drauf und es war wirklich, wirklich eine Just-for-Fun-Aktion. Also ich habe mir gedacht, jetzt oder gar nicht, weil die Autos werden dann immer teurer, gerade diese japanischen JDM-Legenden wie Skyline, Silvia, Supras, ERG 7. Die Preise kennen eigentlich nur noch ein Ziel und das ist weit nach oben. Ja, gerade wenn man auch GTRs guckt, ganz, ganz schlimm. Und ja, deswegen freue ich mich drauf und halte euch weiterhin auf dem Laufenden. Falls euch das Format gefällt, mein YouTube-Kanal gefällt, die Videos gefallen, dann würde ich mich auf jeden Fall für ein Abo oder über ein Abo freuen, über ein Like. Kommentiert auch gerne, ob ihr vielleicht schon mal ein Auto importiert habt oder was euch generell sonst noch einfällt oder was ich euch sonst noch erklären kann. Schreibt mir auf Instagram, folgt mir auch da. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!